In dieser Woche kam die beliebte Kochshow aus dem Rhein-Main-Gebiet und Cassandra war nicht nur die einzige Frau unter den Hobbyköchen, sondern auch die einzige Vegetarierin, und das auch noch in einer Runde von Männern, die Fleisch nahezu vergöttert. Ich bin nicht sicher, ob ich sie damit vollends abholen kann, gab sich die leitende Flugbegleiterin dann auch vor dem Abend der Wahrheit skeptisch. Ich glaub's nicht. Die schwelgen ja in ihrem Fleisch. Doch dann kam alles anders. Schon beim Betreten der Wohnung im unterfränkischen Großostheim gerieten ihre Prinzen, wie Cassandra die Konkurrenten liebevoll nannte, ins Staunen. Die 53-Jährige wohnt mit ihrem Mann Martin auf 300 Quadratmetern in einem ehemaligen Kino. Da war selbst das Kamerateam, aber natürlich überzeugte die zweifache Oma auch mit ihren Kochkünsten. Als Vorspeise hatte sie hessische, auch wenn Großostheim ganz knapp bereits in Bayern liegt, Klassiker wie Kochkäse, Handkäse und Frankfurter Grießsoße, grüne Soße, raffiniert abgewandelt serviert. Dann gab es Ravioli in drei Farben zu einer Soße mit Taleggio, einer intensiv schmeckenden Käsespezialität aus der Lombardei, und Apfelstreusel, Eierlikörsahne, weißes Kaffee-Eis sowie natürlich selbstgemachten, warmen Eierlikör als Dessert. Cassandra selbst zeigte sich nach dem Menü zufrieden mit ihrer Leistung, gestand aber ein paar Patzer. So hatte sie zum Beispiel den Beilagensalat für die Hauptspeise schon zur Vorspeise samt Dressing angerichtet. Das hatte zur Folge, dass dieser beim Servieren schon ein bisschen zusammengefallen war, was, laut der Köchin selbst, sehr traurig aussah. Ihren Männern schmeckte es trotzdem, wie überhaupt das komplette Dinner von Cassandra, die seit 14 Jahren Vegetarierin ist, wegen des Tierleids, wie sie sagt. Die Folge waren dann sehr starke 37 von 40 möglichen Punkten. Damit sicherte sich die 53-Jährige den Sieg vor Philipp, 44, mit 36, Farouk, 49, und Daniel, 41, mit 34 sowie Patrick, 44, mit 33 Punkten.